Liebe Zuschauer, wir nehmen jetzt die besten Biathlon-Läuferinnen Deutschlands. Und natürlich ist es ganz schwer, nach Zürich zu kommen bei der EM. Die Norm ist 2:00:50. Und das ist mal lange nicht mehr in Deutschland gelaufen. Wir wollen mal schauen, wie sich die Mädels hier einstimmen. Fabienne Kuhlmann fuhren schon über 300 Meter Hürden aktiv. Jetzt geht sie schon nach vorne an den Tempomacher ran. An die Position 2. Jetzt besetzt hinter dem Tempomacher für die Position 1. Fabienne Kuhlmann, Durchgang 27,7. Also ein schnelles Rennen übrigens. Fabienne hält den Mini-Rekord mit 1:26:30 aus dem Jahre 2010. Und in Siegshausen. Wo seid ihr? Ich höre noch gar nichts. Kommt jetzt mal hier rein. Fabienne Kuhlmann, dahinter Christina Hering. Die deutsche Jugendmeisterin über 400 Meter. Kuhlmann und Hering. Und dahinter Johanna Zissig. Also, das sieht richtig schnell aus. Fabienne Kuhlmann, Christina Hering. Da betteln sich die beiden und jetzt kommt Christina Hering aus der Kurve heraus. Die dritte der Junioren-Europameisterschaft über 800 Meter und 4x400 Meter. Kuhlmann und Hering, dahinter die Köln. Und das sieht richtig gut aus. Meeting-Rekord 1:26:30. Fabienne Kuhlmann, sie wird das Rennen jetzt hier gewinnen. Welcher Zeit? Ja! Meeting-Rekord 1:26:10. Hey, das erste Highlight, meine Damen und Herren. Zwei